Richtung. Zwei Tore von Selo sind ja unglaublich selten. Was nehmt ihr mit für das nächste Wochenende? Na, wir haben ja auf alle Fälle mal zwei Tore geschossen und wir haben, wenn ich richtig liege, haben wir ja diesen Trefferdurchschnitt von Gegentreffern halbiert. Also sonst hat Selo ja vier Stück pro Spiel gekriegt, vier Stück im Durchschnitt. Und haben wir schon mal halbiert auf zwei. Also für nächste Woche wollen wir auch so auftreten. Also auf alle Fälle mit dem Einsatz und mit der Geschlossenheit. Vielleicht ein bisschen mehr Spielwitz und ein bisschen auch mehr spielerische Akzente setzen. Aber wie gesagt, ob der Gegner zulässt, weiß ich nicht. Aber haben sie auch gut verstärkt. Fortuna Babelsberg. Gut verstärkt. Aber wie gesagt, für uns gilt, ein anderes Gesicht zu zeigen und das in jedem Spiel. Wir kicken auch nicht mehr auf die Tabelle. Wir gucken nur, wenn es wieder von doof anhört, von Spiel zu Spiel. Wir sagen, wir nehmen das wie Pokalspiele. Du kannst verlieren, aber du musst mit erhobenem Haupt vom Platz gehen können. Und das haben wir heute gemacht. Also keiner muss sich einen Vorwurf machen, hier nicht alles gegeben zu haben. Und da wurden schon mal die Vorgaben erfüllt. Ja, auch wenn der euer Sechser lange ausfallen wird. Ja, ich denke, ja. Also ich denke, wenn er den Ellenbogen gebrochen hat, dann sehen wir in dieser Halbserie nicht mehr.